bist du eigentlich noch in den Gedanken von jemandem, von deinem Gegenüber, von deinem Herzensmenschen? Und da schauen wir heute mal nach. Weil Situation vielleicht komisch, du kannst es nicht einsortieren, du kannst es nicht einordnen. Irgendwas ist und irgendwas hat sich verändert, du weißt es nicht oder es ist wieder Funkstille. Oh, ja, und du kommst nicht damit klar. Und da schauen wir jetzt, ob du überhaupt noch, weil das sind immer so die meisten Gedanken, was ich eben auch in den täglichen persönlichen Readings mitbekomme, was an einem vor sich geht. Ja, denkt er überhaupt noch an mich? Ist da, was ist da los bei ihm? Und dann schauen wir jetzt mal nach. Wir greifen die Energie wieder vom Jetzt, was sie dir, euch mitgeben möchten. Und die Personenkarten sind geschlechterneutral und Kollektivlegung können nicht für jeden zutreffen, ihr Lieben. Aber was ich hier jeden Tag in den Kommentaren auch mitbekomme, ihr pickt euch immer das raus, was für euch so stimmig ist, was für eure Situation passt und lasst euch nicht von der kompletten Legung sagen, nein, also ihr nehmt das schon sehr wahr für eure Situation. Das finde ich wunderschön. Oder habe ich auch schon Kommentare gelesen, dass jemand nicht in Resonanz gehen konnte. Das ist vollkommen okay. Und das finde ich auch sehr schön, dass man sagt, nicht jedes Video ist für einen jetzt hier wirklich jede Legung bestimmt, ne? Also im Kollektiv. Und ein ganz liebes Hallo erstmal an euch und fühlt euch fest, lieb umarmt, geknuddelt. Und ihr habt wirklich sehr stark mein Herz berührt, jeder einzelne von euch und jeder, der hier neu dabei ist oder erst seit ein paar Wochen dabei ist. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass auch du hier mit dabei bist und auch mir hier dein Vertrauen mitschenkst, wie auch in den persönlichen Readings. Und an alle anderen, ich danke euch von ganzem Herzen für eure Treue. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, liebe Katzenliebe, ich finde es auch so wunderschön. Ich habe jetzt gesehen, du hast kommentiert und auch ein älteres Video angeschaut. Da kanntest du mich auch noch gar nicht. Und ja, von den Zeiten, wann ich hier die Videos immer online stelle, also ich habe hier keine festen Zeiten. Es ist immer, kommt immer darauf an, wie die Readings sind, wie ich dann auch die Luft auch dazwischen habe, weil ich arbeite wirklich nicht. Energiearbeit ist für mich keine Akkordarbeit. Also ich mache das wirklich alles nach und nach, dass ich immer wieder die komplette Energie habe für das nächste Reading. Also es ist definitiv so, da könnt ihr euch immer auch darauf verlassen. Und ich mache kein Reading, wenn ich sage, okay, ich bin von der Energie nicht mehr wirklich da. Das definitiv nicht. Und der ein oder andere hat es bestimmt auch schon mitbekommen, wenn ich dann sage, nein, also da abends geht jetzt mal um diese Zeit heute gar nichts mehr oder für diesen Tag, weil ich da weiß, ich habe dann da keine Energie mehr und dann mache ich auch wirklich kein Reading. Und ich danke euch von ganzem Herzen für euer Verständnis, ihr Lieben. Ja, dann haben wir ein neues Kanalmitglied, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, weil ich den Namen nicht aussprechen kann. Also ich würde dich jetzt gerne begrüßen kann ich dich und auch ansprechen, aber ich komme mit dem Namen ich weiß auch gar nicht, ob das ein K ist. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich danke dir von ganzem Herzen. Du hast 0 Tage, also scheint heute die Kanalmitgliedschaft, dass du da eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen hast. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür und vielleicht möchtest du mir bitte in den Kommentaren den Namen schreiben, damit ich dann auch in den Lostopf, also in die Kärtchen, weil wir wöchentlich die Verlosung von einem 30-minütigen Telefonreading machen, dass ich mir da ein bisschen leichter tue, deinen Namen aufzuschreiben. Das wäre ganz, ganz, ganz lieb und herzlich willkommen in der Kanalmitgliedschaft. So, dann würde ich sagen, ziemlich viel gequasselt, aber jetzt geht's los. Jetzt schauen wir doch mal nach, was denn hier wirklich los ist bei deinem Gegenüber, ne? In deine Richtung vor allem, ob du noch in den Gedanken bist von jemandem oder ob man sagt, okay, ist vielleicht gar nicht mehr irgendwie, ja, dass du hier noch in den Gedanken bist oder irgendwo da noch so irgendwie auftauchst, ne? Und wenn, wie du auftauchst, ist natürlich auch interessant. Und schauen wir jetzt mal nach. So, dann möchte ich jetzt gerne erstmal allgemein wissen, was da los ist. Dann nehmen wir natürlich die Tendenz. Und schauen, was dieses Liebesorakel euch jetzt hier zu sagen hat und mitgeben möchte. So. Schaut mal an. Also, Unterseite des Decks.
das Ass der Kelche. Ass der Kelche heißt hier, hier ist gerade jemand in der Heilung. Versöhnung, vielleicht auch Versöhnung mit sich selbst. Aber hier beschäftigt sich jemand deutlich mit der Liebe. Dein Gegenüber beschäftigt sich mit der Liebe. Und da ist so dieses Verschließen noch, vielleicht dieses Herz verschlossen. Aber hier wird auch eine Chance gezeigt. Hier möchte auch jemand eine Chance nutzen. Die Chance vielleicht, wieder auf dich zuzugehen. Oder wer weiß, wir sehen, welche Chance es genau ist. Auf jeden Fall werden hier auch neue Gefühle gezeigt, neue Liebe. Heilung, definitiv. Und aber das, was dein Gegenüber hier tut, was in ihm vor sich geht, ist auf jeden Fall von ganzem Herzen, von Herzen. Gerade vielleicht auch noch ein bisschen blockiert und diese Traurigkeit auch und vielleicht auch unaufrichtige Gefühle, dieses verschlossene Herz noch ein bisschen. Aber wir schauen nach. Okay. Die zwei der Münzen. Zwei der Münzen ist hier schon hier dieses Abwägen. Also hier, weiß nicht, links oder rechts, also was soll ich jetzt tun? Die Kugel oder, ne? Ja gut, Kugel, ja, Münzen, ja, je nachdem. Aber hier das oder das, ne? Da habe ich links das, rechts das und dann wird so irgendwie immer so vielleicht ausbalanciert und hin und her jongliert. Aber hier wird auch gezeigt, dass jemand gerade auf dem Weg ist, in die Balance zu kommen, anzupassen. Und das Ganze hier ein bisschen auch locker entspannter zu sehen, weil die Neugierde nämlich hier auch gezeigt wird. Die Neugierde, oh, ihr seht das ja gar nicht, ne? Sollte ich vielleicht mal hier hinlegen. Die Neugierde, was das verschlossene Herz vielleicht hier auch betrifft, diese Neugierde, das Herz zu öffnen, aus dieser Verschlossenheit rauszugehen. Aber wir gehen der Sache hier schon noch auf den Grund. Ne? Also wir kommen da schon noch ins Detail. Vielleicht war es immer so, was eure Beziehung betrifft. So eine ganz mega lockere Einstellung und ja, hier so dieser nur Oberfläche vielleicht so ein bisschen. Aber hier wird auch mehr Anpassungsfähigkeit gezeigt. Also das ist das, auf was dein Gegenüber gerade aus ist und was er hier vielleicht auch gerade arbeitet. Und dieses Auf und Ab in eurer Beziehung, in eurer Verbindung miteinander, egal ob es eine Kennenlernphase gewesen ist, die jetzt vielleicht blockiert ist, oder ihr schon mal in einer Beziehung gewesen seid, miteinander, das ist so das Thema. Und da war es vielleicht, gab es so ein Auf und Ab. Ein bisschen was Betrübtes auch mit, so dieses Nachdenkliche, na, und ein bisschen diese Unruhe. Innere Unruhe sehe ich bei deinem Gegenüber. Und vielleicht ein bisschen desorganisiert, starre. Na, und da ist immer so dieses Hin und Her. Weiß noch nicht genau, wie und was, dieses Ausbalancieren. Ja, was haben wir noch? Neun der Schwerter. Neun der Schwerter. Haben wir schon zu sehen, dass hier Sorgen auch noch sind. Ne? Hier gibt sich auch jemand die Schuld. In der Verzweiflung. Schlechtes Gewissen wird hier auch gezeigt. Schlechtes Gewissen. Und hier versucht jemand den Ausgleich zu finden. Geheimnisse auch. Und hier möchte sich jemand aus dieser Angst auch lösen. Vielleicht auch so ein bisschen, okay, so die Hände vors Gesicht, ich schaue jetzt hier weg und noch nicht ganz hinschauen, aber hier dieses Ausbalancierte und es geht hier definitiv um die Liebe. Um die Liebe, um die Verbindung. Was euch beide betrifft. Und wir sind gespannt, wie es denn hier weitergeht. Ja, also, ich konzentriere mich jetzt nochmal und wo. Schaust jetzt, ob du damit in Resonanz gehen kannst, ob es sich für dich schon stimmig anfühlt. Und du hast dein Gegenüber bestimmt in Gedanken vor dir und auch in den Gefühlen. Rückzug. Hier ist jemand schon dieses Verschlossene. Ne?
das Herz verschlossen an sich, in den Rückzug gegangen. Und hier scheint es mir auch, dass hier jemand ziemlich viel mit Stress gerade belastet ist. Und auch der Rückzug, was seine Zielstrebigkeit oder ihre Zielstrebigkeit betrifft. Hier ist jemand auch, das krankt so, dass jemand selbst gerade nicht so in dem Bereich von der Harmonie mit sich selbst auch ist. Innere Themen, innere Konflikte, vielleicht doch Schuldgefühle. Und hier will jemand die Veränderung haben. Ne? Das ist das Hin und Her. Hier möchte jemand raus und das hat hier definitiv mit der Liebe zu tun. Und hier ist der Zweifel, die Verzweiflung zu sehen. Ganz starkes Thema. Hier möchte aber jemand die Chance ergreifen, wieder für das Glück. Du bist dein Glück. Hier die Ergänzung. Absolut. Glücksgefühle für dich, zu dir. Und da, das ist das, die Veränderung, die dein Gegenüber möchte. Zentraler Mittelpunkt. Die Veränderung hat mit dir zu tun. Gar keine Frage. Ah, dieses Hin und Her, ja, abwägen, ne? Hier hat sich vielleicht auch jemand mit jemand anderem eingelassen, was heißt eingelassen, Kontakt vielleicht gehabt, aber nicht die Erfüllung, definitiv nein, weil hier, er will wieder in die Kommunikation mit dir. Alte Themen, hat irgendwas immer wieder auch hin und her gezogen. Und ich habe hier schon die Öffentlichkeit, also dass es hier vielleicht auch Treffen gegeben hat. Dein Gegenüber ist aber auch so ein bisschen unsicher, was dich betrifft. Was machst du so wirklich? Kommt aber gerade nicht so wirklich aus dich raus, dass er dich fragt. Was hast du getan oder wie geht's dir? Vielleicht wie geht's dir ja, aber so richtig nicht aus sich rauskommen. Immer wieder dieses Wegschieben. Was ich hier in dieser Legung auch sehe, was ich, dem Gegenüber geht vielleicht weg. So, da ist eine Feierlichkeit, geht er hin. Ne? Irgendwo in der Öffentlichkeit. Aber irgendwie sind die Gedanken bei dir. Da ist so, ich sehe dein Gegenüber, er ist hier draußen, er ist jetzt vielleicht Freund, Freundin, ne? Also je nachdem, geschlechterneutral, immer wieder bitte sehen. Hier draußen unterwegs. Geht auf die Feierlichkeit und sagt, boah, ja, war ich vielleicht schon lange nicht mehr gewesen, jetzt raus, ne? Ich hole mich hier mal aus dem ganzen Trübsal und hin und her raus und aus diesem Rückzug für mich selbst und geht jetzt auch mal mit weg. So, jetzt ist er aber da auf dieser Feierlichkeit und da ist hier dann vielleicht eine Frau, die ihn anschaut, er sieht es aber gar nicht, weil die Gedanken sind bei dir. Hier sehe ich jemanden, die Gedanken sind bei dir und dieses, boah, vielleicht ist sie ja hier irgendwo. Na, vielleicht sehe ich sie ja. Nur die Gedanken bei dir. Schaut vielleicht die ganze Zeit aufs Handy auch drauf. Sehe ich aber übrigens auch bei dir. Na, also da, ihr seid euch das ziemlich gleich. Und immer wieder die Gedanken, da ploppst du immer wieder auf. Oder da ist jemand, dass jemand eine läuft, die hat vielleicht von hinten, dass er sie sieht. Oder ihn, je nachdem. Und denkt sich jemand, wow, das ist sie, das ist sie. Na, selbe Frisur irgendwie so. Na? So. Und dann dreht sie sich um. Ah, nee, ist er nicht. Weil hier ist sehr, sehr stark jemand mit dir verbunden. Bei dir sehe ich es aber auch. Du, auch die Öffentlichkeit. Gehst hier vielleicht mit einer Freundin weg und bist hier auf einer Feierlichkeit, eine öffentliche Veranstaltung, irgendwas. Und denkst dir, boah, ja, jetzt habe ich so lange auch nicht mehr gemacht, jetzt mache ich es halt endlich mal. Also du rappelst dich hier richtig auf. So, denkst, okay, alles klar, jetzt hier vielleicht abschließen mit meinem Gegenüber, weil er ist wieder im Rückzug oder ist im Rückzug, da ist jetzt sowieso vielleicht Ende Gelände aus dem Maus. Na, der Drops ist gelutscht. Ich sag dir, nö, der Drops ist definitiv nicht gelutscht. Das ist ein Endloslutscher. Entschuldigung. Also, egal. Also, der, weil du hast genau dasselbe. Du gehst hier weg und denkst dir, oh, vielleicht ist er auch da. Schaust auch die ganze Zeit auf dein Handy. Könnte ja sein, dass er dir Nachricht geschrieben hat. Okay, Nachricht vielleicht hier gehen in die Leere. Ne? Aber denkst immer wieder, vielleicht ist er da, vielleicht ist er da. Brichst aber hier auch viel, viel eher ab. Und sagst du, weil ich hier auch sehe, dass du deine Freundin hier vielleicht auch dann dort stehen lässt, vielleicht noch damit bemüht bist, wie sie nach Hause kommt, falls du gefahren bist, ne? Weil ich dich hier sehr, sehr eigentlich auch sehr eigenständig sehe. Und ja, dass dann du sagst, okay, du musst jetzt hier abbrechen, weil ich den Abbruch hier sehe.
Ne? Weil du nicht richtig hier dieses, es ist nichts mehr für dich. Du sagst, boah, wie war das früher vielleicht immer wieder, weil ihr beide hängt irgendwie in der Vergangenheit. Früher haben wir das auch immer so gemacht, ne? Weggegangen und Party und da Feierlichkeiten, Ablenkungen, das hat immer super funktioniert. Denkt dein Gegenüber, denkst du auch, aber nada, nicht. Es war früher mal, irgendwie ist da so ein bisschen die Luft raus. Weil ich bei euch beide eigentlich sehe, dass ihr so dieses angekommen, ihr wollt das, ihr wollt diese Beständigkeit von einer Beziehung haben. Bei dir sehe ich sie mehr und auch schon länger beständig als bei deinem Gegenüber. So, schauen wir doch mal. Oh, wow, so viel Gefühl. So viel Gefühl. Dein Gegenüber denkt ja auch wirklich drüber nach, mit dir drüber zu reden. Dieses Gefühl, diese Herzöffnung in deine Richtung. Dir auch wirklich das sagen. Aber hier sage ich dir, bei dieser Legung heißt es, der positive Erfolg, dieses Weiterkommen, dieses kann ja auch hier wirklich spontan sein. Ich habe so ein bisschen die Bewegung, also ein bisschen schneller auch. Aber trotz alledem, wir haben gerade die Schnecke und der Baldrian Einfluss, die hier auf Bewegung ist, ne? Und ja, dieses Zähe auch. Weil hier möchte jemand langsam wieder was entstehen lassen. Du bist in seinen Gedanken. Fakt. So viel Gefühl. Meine Zielstrebigkeit ist ein bisschen zu schnell für ihn. Aber da ist hier gerade jemand dabei, es zu verarbeiten, dich neu kennenzulernen, die Liebe neu zu erleben, dieses Miteinander, auf dich zugehen. Und das sind Begegnungen hier, die ich sehe, auch von eurem Treffen. Es ist dieses, als ob ihr euch das erste Mal vielleicht wieder seht, dieses langsame Herantasten, diese Neugierde auch, diese Begegnung, die ihr beide miteinander habt. Und hier werden aber auch über Gefühle gesprochen, aber nicht zu stürmisch. Also hier fahr du hier nicht vollen Kurs, weil dein Gegenüber wird es auch nicht. Also hier heißt es wirklich nach dieser Legung, greif diese Energie und lass es langsam entstehen. Denn hier möchte eure Verbindung, eure Beziehung miteinander wachsen. Wachsen und gedeihen. Definitiv eine feste Beziehung. Es wird mir bei dieser Legung sogar so deutlich gezeigt, dass es so beständig ist, dass es hier wirklich sein kann, dass du einen Heiratsantrag bekommst. Na, also das ist aber jetzt noch hier in ferne Zukunft, ja, ne, dauert noch. Aber so beständig sehe ich eure Verbindung hier, die entstehen möchte, die auch dein Gegenüber zu dir möchte. Aber eben dieses langsam, vor allem jetzt hier, ihr seid in einem Tief alle beide. Ihr kennt das nicht, du kennst es nicht von deinem Gegenüber. Das ist so ein Wandel, den du sagst, wow, kenne ich gar nicht, was dich auch immer wieder ins Grübeln hier aufbringt oder ins Nachdenken, nachdenklich macht. Kann es hier überhaupt noch entstehen? Kann hier sich noch was tun? Ich sage hier nach dieser Legung ja. Denn alles, was hier war, wird beendet. Hier ist der Abschluss von Altem, von alten Verhaltensmustern, von alten Verbindungen. Vor allem von der Verbindung mit euch, das wird nicht beendet, nein. Aber so wie es mal war, es entsteht neu. Hier wird die Liebe neu entdeckt. Die Liebe ist immer noch da zwischen euch, aber sie wird intensiver als jemals zuvor. So sehe ich es in dieser Legung. Dein Gegenüber kommt hier raus aus dem Rückzug und wird hier auch straight auf dich zugehen. Du wirst hier von deinem Gegenüber einen wirklichen Boost bekommen von Gefühlen. Und so kennst du deinen Gegenüber auch nicht. Und das möchte entstehen zwischen euch beiden. Weil ich auch hier sehe, dass dein Gegenüber dich erobern möchte. Du warst vielleicht auch immer diejenige, die auf ihn zugegangen ist. Aber dein Gegenüber möchte dich erobern. Die Eroberung sehe ich hier. Er will dir alles geben. Er will dich glücklich machen. Und er braucht es auch für sich, dich erobern. Er möchte nicht oder sie möchte nicht erobert werden. Er möchte erobern. Und das wird deutlich gezeigt. Und hier geht es, das verschlossene Herz, das er immer schön hier verpackt hat und da auch nichts weiter rankommen lassen wollte, das sehe ich hier, dass sich das öffnet, die Herzöffnung. So, ach, was habe ich euch gesagt mit der Schnelligkeit? Wir haben den Wagen und der Wagen, der hat hier wirklich Power. Da kommt schon Bewegung rein. Hier wird auch jemand vorwärts stürmen. Der wird die Chance ergreifen. Und hier wird es neuen Schwung geben, diesen Aufschwung. Absolut voller Hingabe. Optimismus.
Vielleicht ein bisschen auch zu hochmütig. Das kann schon auch sein. Das ist aber, wenn er hier ein bisschen zu hochmütig auch wird, das hat aber hier so ein Stück weit mit seiner Unsicherheit zu tun, weil er stolpert dann über sich selbst. Also da dieses zu schnell, zu stürmisch, und dass er dann wirklich, das ist, ja, er stolpert über seine eigene Schnelligkeit, weil diese Schnelligkeit nämlich gar nicht gewöhnt ist. Und das wird hier noch gezeigt. Ja, hier wird jemand auch das Ganze in die Hand nehmen. Hier, aktives Vorwärtsbringen. Und aktiv, Aktivität, raus aus der Sackgasse. Raus aus der Sackgasse. Und ja, das kann doch jemand sein, das in diesen Stressfaktor. Ich will jetzt, ich will sie erobern, ne? Weil das hat ihm hier wirklich auch den Einblick nochmal gegeben und so diesen Kick. Das ist nicht mehr so, wie das mal war. Weggehen und alles hier ablenken, ne? Sondern du bist es. Nochmal große Arkana. Ja, Wahnsinn. Wir haben die Welt. Die Welt gehört euch. Die Welt möchte von euch beiden erobert werden. Die Welt kommt hier, zeigt Leichtigkeit. Der Kreis schließt sich zwischen euch. Hier geht es in die Vollendung. Ihr beginnt eine gemeinsame Reise. Also kann jetzt wirklich auch sein, dass ihr zusammen verreist, ja. Aber die Reise für euer Miteinander in einer Beziehung, dieses Miteinander. Weil ihr beide habt die richtige Beziehung gefunden und an diesen Punkt kommt ihr. Da werdet ihr angekommen sein. Und da geht es bei euch beiden raus aus der Starre und raus aus der Isolation. Absolut die Einheit, die sich bildet. Und eine gemeinsame Reise steht bevor für euer Miteinander. Ne? Dieses Miteinander, die Zeit verbringen. Wie gesagt, Reise kann schon gut möglich sein, Urlaubsreise, ne? Aber die Reise für euer Miteinander einer Beziehung. Und die werden euch hier wirklich auch die Hände reichen. Die Hände reichen und die Chance hier wirklich nutzen. Wie viele Chancen haben wir denn jetzt hier schon? Ne? Also hier wird auch die Chance genutzt, weil hier wird dein Gegenüber auch diesen inneren Konflikt überwinden und wird mit dir auch darüber reden. Hier wird es auch Gespräche geben. Du wirst ja auch erfahren, was hier vielleicht eine andere Person, männlich wie auch weiblich, für eine Rolle gespielt hat in seinem Leben. Hier wird ja aus der Vergangenheit ein bisschen auch was offenbart, dargelegt. Und hier ist so viel Beständigkeit zu sehen bei euch. Also hier ist eine größere Veränderung, dass das, was immer nicht gesagt wurde oder was jetzt auch in der Zwischenzeit gewesen ist, dass es hier wirklich auf den Tisch gepackt wird. Offen und ehrlich miteinander reden. Ja, zwei der Kelche. Liebe pur. Absolute Anziehung. Die Verbindung hier nochmal. Der Kreis schließt sich, die Verbindung zwischen euch. Ihr seid miteinander verbunden. Und die Verbindung schließt sich hier auch wieder. Hier geht es wirklich in die Versöhnung und Heilung. Was wir hier auch gesehen haben bei deinem Gegenüber, Herzheilung und hier auch die Herzheilung, die Heilung für euer Miteinander. Er wird auf dich zugehen. Er oder sie wird auf dich zugehen, auch wenn es hier ein Abbruch gewesen ist. Ich sehe schon, dass er auf dich zukommt und vor allem den Respekt dir gegenüber zeigt. Und Heilung durch die Liebe. Was immer die Kommunikationsprobleme gewesen sind zwischen euch beiden, das wird hier auch geheilt und dieser Knoten löst sich. Und hier wird nichts mehr abhängig gemacht von dem, was mal war, sondern Neustart, Neubeginn, Veränderung, großer Wandel. Hier geht es wirklich in die Heilung. Was haben wir hier noch? Ja, der Wandel. Absolut, der Wandel, die Wende zum Guten. Komplette Veränderung. Also hier wird auch ein deutliches Geschenk gezeigt. Ihr beide seid doch füreinander ein Geschenk. Nur für ihn, er für dich. Wenn es immer so einfach wäre, ich sage immer, reden, 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 reden. Aber manchmal ist das Reden, dass dann der andere, der Gegenüber, nicht so bereit ist oder dass dann auch zu viel ist. Also hier kommt es auf die Dosierung an. Ne? Ihr Lieben, fühlt euch ganz lieb und fest umarmt. Ich knuddel euch gigantisch und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Tschüss, ihr Lieben!